Das stimmt, ja. Noch eine Frage dazu? Ja, der Chat wartet ja, dann auf deine Frage. Ja, da kommt also, ja hallo. Gleich noch hinzu. Aber du musst jetzt einmal deine schönen roten Fingernägel zeigen. Dazu übrigens, das war eigentlich nur ein Scherz, aber dass der Mili das natürlich so toll mit betont, hat mich sehr gefreut. Ja, wenn man so nett gefragt wird, kann man ja auch mal einmal so rote Fingernägel schöner nennen. Wenn dir nichts einfällt, was du über mich sagen kannst, dann sag einfach was über meine Nägel und das ist dann passiert. Okay, aber dann, aber uns wäre eigentlich schon einiges eingefallen, ja, weil du hast super gut gespielt. Herzlichen Glückwunsch zum MVP. Danke, danke. Wir fanden auch, dass es von beiden Mannschaften, aber auch von den Kalbis, eine bessere Leistung war, wie in den Spielen zuvor. Ja. Habt ihr euch irgendwie versucht, was für die Abwehr vorzunehmen? Habt ihr da irgendwie gestern drüber gesprochen? Also das Spiel gestern gegen die Bonbons war ja so ein bisschen so ein Totalausfall bei uns. Und da haben wir uns auf jeden Fall vorgenommen, in der Abwehr ein bisschen schneller auf den Beinen zu sein, die Beinarbeit zu verbessern und halt den Torhüter dann durch den mitspringenden Block auch das Torwartspiel ein bisschen zu erleichtern. Mhm. Ich denke mal, gegen die Brüder ist natürlich schwer, aber ich glaube, heute ist uns auf jeden Fall besser gelungen als gestern. Haben wir auch so gesehen. Ja. Ich glaube, da mit euch kann man auch noch rechnen im Viertelfinale. Deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Zu MVP, während schon das nächste Spiel losgeht. Genau. Fast. Ja. Weiterhin toi toi toi. Danke. Danke. So, wir machen hier auch gleich wieder einen kleinen Wechsel. Ich bin mal... Upp. Männer kommen auch gleich wieder. Jetzt noch ein Frauenspiel. Eine Zeit lang weg. Und glaub, dann gibt es wieder Männer. Genau. Jorki. Bis später. Genau, Mühli ist weg. Bin ich auch weg? Ich weiß noch nicht. Ah, Biene. Ja, genau. Dann habt ihr jetzt die Ehre mit zwei Damen, mit Joana, die kennt ihr schon. Und Biene Stockhorst darf kommentieren. Kündige ich gleich mal an. Als Beachhandballerin des Jahrzehnts, habt ihr auch gerade gesehen, im Tor der Kaibis. Viel Spaß noch. Bis nachher. Wundervoll. Vielen Dank für diese hervorragende Überleitung. Perfektes Intro, während wir uns hier kurz... sortieren. Ja, ich bock es Schlange, natürlich. HSV Bücklomünd aus Köln. So. Ich muss hier noch ein bisschen auf die Pelle rücken. Blitzstart, den wir hier hinlegen. Okay. Hello. Hallo. So, cool, dass du da bist. Ja. Wir haben den Anpfiff verpasst, schlechte Nachricht. Aber noch kein Tor. Aber noch kein immerhin. Tor, genau. Nee, genau. Schau mal ganz kurz. Kannst du überhaupt schon wieder reden oder bist du irgendwie noch voll im Spiel? Nee, geht schon wieder. Ihr habt es ja reichlich spannend gemacht eben. Ja, irgendwie sind wir da ganz gut drin im Spannend machen. Gut, ist auch eine Kompetenz, ja, ne? Ja, eben. Also die Zuschauer, der Chat, wir danken's. Guck mal, du kriegst schon die ersten Grüße in den Chat hier. Hallo. Was ein Start. Kann man das Regenbogentrikot käuflich erwerben? Trops bitte. Ah, kann man das Regenbogentrikot erwerben? Ja, da muss man sich an die Monkeys wenden. Also wir haben es auch von denen. Wir verteilen gerade ein bisschen Monkey-Liebe. Dann, ich habe auf jeden Fall schon Monkeys im Chat gesehen. Kümmert euch doch mal. Genau. Ich habe die Frage auch schon häufiger gelesen heute, deshalb scheint heiß begehrt zu sein. Vielleicht ist das eine neue Strategie, die ihr da aufmachen solltet. Und folgt den Monkeys auf Insta und allen anderen Mannschaften hier. Da gibt es immer richtig viel Monkey-Liebe. Ja! Deshalb, das war stark gehalten im Tor. Ja, sehr gut. Genau, wir können ja mal, wir haben jetzt die Minga Turtles, die durften heute Morgen auf jeden Fall schon mal ran. Ja, gegen uns. Wir haben uns geschlagen im Shootout. Ah, ja, Mensch. Ja. Ja, aber ich finde es schön, dass ihr halt Shootout liefert. So dass ja, weil wir wollen ja auch dem Stream was zeigen, ne? Dass es auch nicht so langweilig wird. Genau, und man hört uns schon so viel reden, so dann kann man die Lücken zwischen den Spielen ja, schon genau, gut kurz genau. halten. Sehr cool, genau. Und auf der anderen Seite die Bonbons. Mhm, die haben bisher auch ein Spiel gewonnen gegen uns. Sehr eine Tendenz. Ja. Ja, aber das ist ja das Gute an dem Format hier. Nichts gewonnen, nichts verloren, maximal ein bisschen reingekommen und dann geht es halt nachher in die K.O.-Spiele. Genau, so die Taktik haben wir jetzt auch verfolgt und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Das heißt, ihr habt eigentlich heimlich Kräfte gespart, ja, und es niemandem genau. verraten. Entschuldigung, wir wollten auch nicht zu viel zeigen jetzt. Nee, obwohl das Spiel war ja jetzt nicht schlecht. Also, nee, auf gar keinen Fall. Also das war, und also ich meine, die Mädels aus Ismaning, die laufen schon auch einfach ganz gut auf. Ja. Da kann man schon auch mal ein paar Pünktchen liegen lassen. Aber nee, deshalb, es hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig, richtig cool. Gut, das
Hier ist jetzt ein kleiner Lauf für die Turtles. Mhm. 6-0, ja. Das nenne ich mal einen guten Start, beziehungsweise vielleicht einen kleinen Fehlstart. Aber die Trainerin drüben ist hart am Motivieren, pusht da ihre Mädels wieder rein. Ah, oh, schöner Ball. Hey. Pfosten regelt. Da war die Sanddüne zu hoch. Die klassische in Düsseldorf, ja, kennt man. Ja. Jeden Fall. Ja, du wurdest ja jetzt gerade zu Recht groß angekündigt als Beachhandballerin des Jahrzehnts. Ja. Wie wird man Beachhandballerin des Jahrzehnts? Du, ich habe von der Wahl auch relativ spät erst erfahren, muss ich sagen. Irgendwann hat mir meine Schwester geschrieben, du bist da nominiert. Da wird wohl die Beachhandballerin des Jahrzehnts gewählt. Und ja, dann habe ich mal ins Internet geguckt und tatsächlich, da stand mein Name. Ja, es wurde wohl von den Teamverantwortlichen und Nationaltrainern wurden ein paar Leute aufgestellt. Und dann war ich da wohl mit im Topf. Warst du glücklicherweise dabei, ja, und hast es dann abgeräumt. Genau. Herzlichen Glückwunsch, wann war das? Danke. Kann man noch? Ja, das war jetzt letztes Jahr, ich glaube im Winter, wurde das entschieden, ja. 10-Meter-Tor. Ja. 6 Meter. Diesmal hat der Innenpfosten geregelt, im guten Sinne. Ja. Ja, das ist fies beim Beachhandball, die sind extra rund, dann gehen die Bälle eher rein als in der Halle, wenn der an den Pfosten geht. Okay, das höre ich tatsächlich auch zum ersten Mal, ja, habe ich mir noch nie. Ja, da gehen die tendenziell eher ins Tor als wieder raus. Verrückt. Wir haben ja gerade die Frage im Chat, wie findet ihr den Sand hier in Düsseldorf? Ich finde ihn ein bisschen zu tief für Beachhandball, muss ich sagen. Also vielleicht liegt es auch an meiner geringen Sprungkraft nach der Babypause. Für mich dürfte ein bisschen härter sein, aber an sich ist das natürlich ein Top-Sand, also wird nicht heiß und das ist eigentlich, finde ich, mit das Wichtigste. Du bewegst dich halt schon auch mehr oder minder viel, ja, läufst auch viel. Naja, aber es ist schon fies, wenn das wirklich ein dunkler Sand ist und der wird heiß, dann uff, das kann dann auch mal zur Qual werden. Gibt es das, dass man irgendwie dann mit Socken spielt oder so? Oder? Ist meistens verboten. Ehrlich? Ja. Also es gibt ja diese Sandsocks, aber da man dadurch einen besseren Abdruck hat und sich einen Vorteil verschafft, wird es leider meistens verboten. Okay, das finde ich verrückt. Dann muss man halt leiden. Gut. Ja, genau. Sportler, Sportlerinnen. Schöner, schneller Pass. Das spielen die Minkas sehr gut, den schnellen Pass nach vorne, finde ich. Ja, ganz gut. Ich glaube, wir haben ein bisschen Regie auf den Ohren. Das ist nett, aber nicht nötig. oder ich habe nicht verstanden, was ich hören sollte. Schön gehalten. Genau, richtig schön. Aber oh, sehr, sehr deutlich. Wow, auch schön, schön gehalten. Ja. Kannst du direkt mal hier mitnehmen. Wir brauchen ja nachher ein paar MVPs. Mhm. Also wenn dir jemand auffällt, eine der Damen, dann sag gerne mal direkt Bescheid. Ja, mach dann ich. Können wir die mal aufschreiben. Ja, der war auch ganz nett. Oh, schön in Winkel. Wir haben ja sogar vorbereitet, die Listen liegen. Mhm. Ja, das war jetzt Lena Klingler. Das heißt, wie lange spielst du schon Beachhandball? Wie lange bist du schon dabei? Schon, ich glaube, inzwischen sind es 16 Jahre oder sogar mehr. Ich muss gerade mal überlegen, wann wir eingestiegen sind. Aber ich glaube so. Ich wollte gerade sagen, ich muss mal überlegen, welches Jahr wir haben. Also irgendwie so. Ja, nee, auf jeden Fall. Ach, schön. Konnten wir alle noch nicht Auto fahren. Das ist eine gute Maßeinheit. Und jetzt bin ich 35, also man kann es sich ausrechnen. Okay. Wow, verrückt. Ja. Das ist eine lange Zeit. Da hast du auf jeden Fall wahrscheinlich auch die komplette Bandbreite mitgenommen. Ja, boah, ich habe sogar noch komplett andere Regeln mitbekommen. Da hat der Camper 3 Punkte gezählt. Da gab es noch gar keine Pirouette. Das waren auch noch Zeiten. Das heißt, es wurde nur im Camper und im Einer gespielt? Genau. Oder? Und Torwarttor oder Shootertor. Und die haben dann 2 gezählt? Die haben auch 2 gezählt, genau. Aber okay, die Pirouette gab es dann noch nicht. Die wurde dann erst eingeführt. Weißt du, oh, schön gemacht. Schön, ja, sehr schön. Weißt du, warum? Also. Ich glaube, die wollten das Spiel einfach ein bisschen attraktiver gestalten. Aber so den genauen Grund kann ich leider auch nicht nennen.
Ich glaube, international haben sie das schon vor den Deutschen gespielt und dann wurde das halt so übernommen. Cool, also auf jeden Fall, ich liebe die Pirouette. Das finde ich halt auf jeden Fall maximal, also macht es für mich maximal attraktiv. So, der Camper ist auch super cool. Also, ja, dadurch gibt es halt auch wirklich keine Einser mehr, ne? Ja. Schöner Wurf. Wirklich schön. Hätte sogar noch zurückspielen können auf den Torwart, der war auch dabei. Ja, stimmt. Also die Einer sieht man halt wirklich nur noch so in den ganz entscheidenden Situationen. Finde ich aber auch gut. Ja, halt dann am Ende, ne? Ah. Wenn es deutlich steht und man nur noch ausbauen muss, dann... Ja, wobei, da verstehe ich nicht. Warum geht man dann auf Einer? Naja, wenn du nur noch 30 Sekunden hast, du führst mit zwei, dann machst du halt den sicheren Einser. Okay. Und dann können die anderen ja nur noch zwei Punkte maximal machen, weil sie noch einmal den Ball vielleicht bekommen. Und dann hast du eigentlich safe schon gewonnen. So haben wir es gerade eben auch gemacht. Okay. Gut, da gehe ich mit. Ich hatte das eben mal gehört, da... ich glaube, das war sogar bei den Turtles, dass die relativ... relativ deutlich geführt haben und dann meinten ja, sie machen Einer oder was Neues und da dachte ich, also die Einer, ja, ich das bin ist halt auch kein Fan von Einer. Nee, ich auch nicht. wenn man so ganz hoch führt, finde ich, muss man es eigentlich auch nicht unbedingt machen. Genau. Es geht auch oft daneben tatsächlich. Also man sagt ja im Beat auch, Einer ist keiner. Ja, ich bin ein Riesenverfechter davon. Ja, und... tatsächlich werden die echt oft verworfen, weil man es einfach dann auch nicht gewohnt ist. Genau, du spielst halt dann so 8 Minuten aus der Pirouette oder aus dem Camper und denkst dir dann locker so, ja. Ja. Oh. Gut, hat man jetzt schön gehört, wie die Abwehrmitspielerinnen das schon 4 Schritte vorher angesagt haben. Ja, aber leider trotzdem nicht geschafft, aber dann rettet der Pfosten. Ja, war auch ein Weg. Also der Pfosten muss auch einfach manchmal mitspielen. Auf jeden Fall. Als Torwart ist das ein guter Freund auf jeden Fall. Du spielst Tor und läufst dann durch, oder? Ja, genau. Was? Du spielst bestimmt auch Halle, oder? Ich habe Halle gespielt, genau. Da bin ich im Tor in der Halle und ja, im Beach habe ich das schon immer so gemacht. Ich habe früher auch in der Halle, in der Jugend immer auch im Feld gespielt, aber bei den Damen dann nur noch im Tor. Schön. Irgendjemand mal so gedacht, ah, die hat ja doch eine ganz gute Fackel. Ja, Ja, jetzt nach meiner Babypause ist alles ein bisschen schlechter geworden, aber es kommt hoffentlich wieder. Es wäre ja dramatisch, wenn man das gar nicht merken und sehen würde. Ja, das stimmt. Wie lange ist deine Babypause her? Mein Kind ist jetzt 15 Monate alt. Auch dabei? Auch dabei, die Oma passt auf. Danke. Ja, also das war sehr deutlich. Genau. 22,4. Hören wir mal kurz reinhören. Bei den Turtles, die werden, da wird gute Stimmung sein. Ey, Angriff wirklich, die Chancen sitzen jetzt. Danke für die Kamerarichtung hier. Spielen richtig gute Sachen aus, genauso weiter. Alles geht. Wenn der eine passt, dann geht es der andere frei. Wir machen das echt super. Und mach immer den Nachläufer. Deswegen auch nicht mehr, ansagen. Schneller, und dann denken die, auch wenn wir auf dem Steak, dass wir dann direkt, meinst du den oder? Nee. Was wir Jan und ich gerade gespielt haben. Jetzt sind wir jetzt wieder ein bisschen mit Tempo am Anfang und danach. Ja, so wie immer am Anfang. Wenn wir sehen, dass wir vorne ein, zwei Bälle wegschmeißen, dann einfach erstmal runter. Die wollen ein bisschen was umstellen, die haben gerade schon überlegt, was sie machen wollen. Die wollten uns keine Aussage. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Aber dann sollen sie es weiter so machen und dann finden wir auch eine Chance. Abwehr ist weiter Tempo verändern. Nee, genau. Die Abwehr ist richtig. Ich dachte schon recht. Erstaunlich fokussiert noch. Man könnte ja wirklich auch einfach sagen, okay, Mädels, weiter geht's. Ja. Aber sind schon noch konstruktive Ideen und Vorschläge. Ja. Ja, und da haben irgendwie alle so ein bisschen das Sagen, ne? Also die Trainer haben jetzt irgendwie gar nicht so viel gesagt. Ganz cool. Ja. Oh, Chat, ich weiß nicht, ob ihr es auch hört. Wir haben ja die altbekannte Situation mit den Flugzeugen hier regelmäßig. Und jetzt haben wir auf dem Sportplatz nebenan auch noch Sprints, 100, also Leichtathletik-Veranstaltungen. Und jetzt hört man zu den Flugzeugen halt manchmal noch diese Pistole. Ja, ich bin auch schon zweimal, dreimal aufgeschreckt, wer jetzt erschossen wurde. Ich habe eben da auch Leute klatschen gehört und dachte schon, da macht sich irgendjemand, also ist ja gang und gäbe, kann ja schon mal sein, beim Warmmachen eine Runde zu klatschen. Und bis ich da mal rübergeschaut habe, weil es war auch so viel, ich dachte, so viele Mannschaften können sich ja nicht warm machen, so spielen ja nur zwei. Genau, gerade im Chat auch die Männer spielen auch noch, genau, die haben gleich noch zwei Gruppenspiele und dann geht es ab 15 Uhr irgendwas in die Viertelfinals.
wenn ich richtig informiert bin, 4x Frauen, 4x Männer. Genau, aber wir mischen bunt durch. So. Ja. Genau. Hast du schon jemanden, der dir als MVP gefallen ist? Also ich fand bisher die Lena Klingler sehr gut. Von? Von den Turtles, die Nummer 17. Aber ja, die, also von den Bonbons jetzt gerade im Moment niemand, die nur 4 Punkte gemacht haben. Ja, oh, sehr schöner super schöner Block. Das war ein Monster-Block. Chat. Ja, der Block-Emote. Ich möchte ihn sehen. Ja, mir wurde nämlich eben auch schon mal so ein bisschen gesagt, du warst auch international unterwegs die letzten beiden Wochen. Ja, wow, genau. Schön gehalten. Wir waren beim EBT-Finale, auch sehr gut. Vielleicht müssen wir die Torfrau von den Bonbons mit reinnehmen. Können wir auch mal mit draufnehmen, ja. Die hat jetzt auch schon ein paar sehr gute Paraden. Genau, aber erzähl mal genau von... Ja, beim EBT-Finale waren wir in Spanien, bei Malaga. Und ja, war ein sehr schönes Turnier. Gut organisiert, muss ich sagen. Gutes Hygienekonzept. Man konnte sogar noch ein bisschen Freiheit genießen. Also man durfte auch an den Strand und so. Natürlich alles mit Abstand. Und in Spanien muss man außerhalb des Hauses überall Maske tragen. Das ist ein bisschen nervig. Aber an sich war es rundum gelungen, finde ich. Wir hätten noch ein bisschen besser abschneiden können. Die Lucy zum Beispiel von den Minga Turtles, Lucy Kretschmer, die jetzt gerade den Monsterblock gemacht hat, die hat auch bei uns ausgeholfen in der Abwehr. Das hat uns auch sehr geholfen. Ah ja, Kreis ab. Ist gang und gäbe, oder? Dass man so ein bisschen untereinander schaut. Ja, ist ja jetzt auch hier schon. Ne? Also ein paar Teams haben sich schon noch ein paar Leute eingekauft. Ja, schöner Pass. Sehr schön. Braucht man ja tatsächlich auch den Kader, damit man das hier durchsteht. Ja. Gerade so als Shooterin, wenn du dann komplett durchlaufen musst, dann nicht zu zweit. Ja. Weil mindestens bist. Ja, jetzt ist die Torhüterin mit vorgegangen. Ah. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen bei den Bonbons vorher. Gut. Mensch, hast du das Privileg kurzzeitig verloren. Ja, Mann, ey. So ein Mist aber auch. Sollen wir einschreiten? Meinst du, wir müssen was tun? Wir haben einen Ball hier, oder? Du kannst meine Flasche haben. ja, genau. Aber scheint nur die eine zu sein, richtig? Hey. Hoppla, kurze Kollision, weil beide in verschiedene Richtungen müssen. Ja, das passiert manchmal. Aber steht man so voreinander. Ist dann wie so ein Wackler. Ja, genau. Also, hoppla, eigentlich will ich nur raus. Oh, hier haben wir noch einen MVP-Vorschlag, die 18 der Turtles. 18. So, die Amelie Müllmann ist das. Ja, nehmen. Ist auch immer ein Kandidat. Ich wollte gerade sagen, den Namen habe ich heute auf jeden Fall auch schon geschrieben. Ja, aber ja, die wurde, glaube ich, auch schon gestern mal MVP. Möglich. Ja. Ui, jetzt, das war jetzt eine Wurffalle oder ich weiß nicht genau. Oder ein Abstimmungsfehler. Ich finde, wir nennen es Wurffalle. Ach so, ja genau. Also Amelie steht auf der MVP-Liste. Damit ihr da beruhigt sein könnt. Und Tatsache bei den Bonbons, ja, ist gerade ein bisschen der Wurm drin. Ja. Genau. Aber wie gesagt, auch da unproblematisch in diesem Format. Gerade noch, heute Nachmittag wäre es blöd, aber bis dahin fangen sich die Mädels bestimmt wieder. Gibt es Überlegungen, dass Beachhandball olympisch wird? Ja, Überlegungen, ob das Beachhandball olympisch wird, gibt es. Es wurde auch schon angemeldet, aber leider abgelehnt. Also man darf gespannt sein, ob es für die nächsten Olympischen Spiele dann, also eigentlich war es, glaube ich, für 2024 angedacht. Also muss man jetzt nochmal bis 2028 warten. Und Daumen drücken. Und Daumen drücken, genau. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass das Regelwerk ein bisschen undurchsichtig ist. Und viele nicht wissen, wann ist ein Foul, wann ist es ein Stürmerfoul. Und das war, glaube ich, so ein bisschen ausschlaggebend, dass man da schon ein bisschen Insider sein muss, um das zu verstehen. Findest du es, also Handball funktioniert ja auch olympisch. Ist es so viel mehr Gratwanderung? Ja, selbst für, also
selbst ich kann manchmal nicht entscheiden, ist es jetzt ein Stürmerfoul oder war es ein Foul von der Abwehr? Mhm. Und ja, dann denke ich mir, dann ist es vielleicht für Neutrale, die das nicht mal spielen, schon ein bisschen schwierig zu entscheiden. Ja, tatsächlich. Stimmt, vielleicht hatte ich eben die Situation auch schon, dass ich mir unsicher war. Ja, auch so. Eine Situation wird dann in die Richtung gepfiffen, die andere in die andere. Ja, und das wird auch mal so, genau. Das kommt dann auch ein bisschen auf die Linie der Schiedsrichter an. Genau. Ja, aber es wäre schon cool, also es ist halt auch einfach, es macht so viel Spaß und ja, also es würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn das mal olympisch werden würde. Bist dann noch dabei? Ich denke, vielleicht werde ich mich dann ins Trainergeschäft zurückziehen und unsere Kinder dürfen dann spielen. Da reicht, aber ist es eins bis jetzt? Wir haben schon ein paar. Wir haben schon ein paar bei den Kindern. Ach so, ja, okay. Ihr macht ja Mannschaft, okay, es ergibt Sinn. Ja. Dann, ich dachte gerade bei dir so, ja, ich habe eins, aber wir haben einige in der Mannschaft, die schon Kinder haben und auch mehrere. Und ja, für manche 2028. Puh, ja. Eventuell ist ein bisschen früh, aber. Talent regelt. Genau, sind ja alles super Talente. Wir haben gerade noch die 10 von den Turtles als alle Turtles, okay. Die 10 reinbekommen. Ja, das ist die Julia Draxler. Ja. Gehst du mit? Die spielt halt eine super Abwehr, ne? Die ist halt einfach der Tower da hinten, das ist Wahnsinn. Ich bin absoluter Fan von Abwehrspielerinnen, völlig unterschätzt hier. Aber auch wie die Mädels zum Block springen, das finde ich eh. Also man muss ja im Prinzip so ein bisschen nach hinten springen im Block, damit man nicht in die Pirouette reinspringt. Das zu koordinieren und dann noch nicht, sich nichts zu brechen beim Fallen. Ja, und dann darfst du den anderen auch nicht berühren, ne? Ja. Und das Timing ist tatsächlich nicht so easy, finde ich. Also das musst du schon echt ein paar Mal gemacht haben. Genau, das ist dann das Nächste. Man hat ja auch noch einen Job dabei, so es ist ja nicht aus Spaß. Ja. Das war jetzt wieder schön gespielt. Wir reichen jetzt unsere MVP-Liste ein. Diesen verantwortungsvollen Job. Genau, darfst du einmal nach links runtergeben. Danke sehr. Jetzt regelt es der Chat, oder? Genau, wir stellen jetzt eine Abstimmung in den Chat. Wir haben jetzt quasi so ein bisschen zusammen mit dem Chat die Vorauswahl getroffen. Und jetzt dürfen die gleich, ich glaube, 1 bis 4 reinhauen. Mhm. Und dann dürfen wir die Dame interviewen. Sportstadt Düsseldorf fragt, ob wir öfter Beachhandball machen wollen. Wenn wir eine Meinung hätten, auf jeden Fall, oder? Ja, klar. Oh ja. Je mehr, umso besser. Auf jeden Fall. Die Idee war schön. Ja, voll. Also der Gedanke war gut, leider ein bisschen hoch, der Pass. Ja, das ist schon eine sehr deutliche Angelegenheit. Ja, 2x4 Punkte da. Ja. Wünscht man. Ei. Gut, da hilft dann der Pfosten jetzt mal. Ja, da war jetzt mal Glück im Spiel. Posten, Pfosten, Fuß. Und dann auch wieder raus. Oder ja, der Sand vielleicht auch noch ein bisschen gestoppt. Genau. Wieder zu hoch. Ja. Das ist dann jetzt sind sie ein bisschen von der Rolle, ne? Genau. Aber ich denke, sie haben jetzt auch damit abgeschlossen und wissen auch, sie sind safe im Viertelfinale. Und sparen jetzt vielleicht auch noch ein paar Körner, könnte ich mir vorstellen. Es sind ja tatsächlich, glaube ich, nur 2 Spiele Pause, bis es dann gleich weitergeht auch. Ja, hier, wir haben die MVP-Umfrage am Start. Schwierig. Ja. Haut in die Tasten und dann schauen wir mal, was uns das bringt. Jetzt hat's geklappt. Schön. Schön. Das gönnt man ihnen jetzt, ne? Auf jeden Fall. Da freuen dann noch die Punkte auch doppelt. Ja. Boah, guck mal. Leichte Tendenz in Richtung Amelie gerade. Mhm. Wie ist das? Seid ihr dann? Es dürfen ja hier Corona-bedingt irgendwie nicht alle Mannschaften auf dem Gelände immer sein. Mhm. Da sehe ich auch gerade, der Shuttlebus fährt wieder vor. Wie macht ihr das? Also wir sind tatsächlich jetzt seit unserem ersten Spiel hier, weil wir haben 10.15 Uhr gespielt, dann um 12 Uhr Mittag gegessen und dann um 13.25 Uhr schon wieder gespielt.
Und ich glaube, das nächste Spiel ist um 16 Uhr, Viertelfinale. Möglich. Gegen die U17 Lazio. Oh, ah, ihr habt sogar schon Gegner. Mhm. Ja, wir sind Letzter, die sind Erster. Die Rechnung ist machbar. Ja. Schöne Parade hier nochmal. So, danke fürs Abstimmen. Hat gewonnen. Amelie hat's gemacht. Okay, das heißt, für euch ist einfach langer Tag hier. Genau, nach dem Viertelfinale gehen wir dann gemütlich heim. Stimmt, heim. Dann ist ja auch. Heim in unser Hotel. Ja, irgendeine Mannschaft, wo du dich besonders freust, jetzt nach über einem Jahr mal wiederzusehen oder auch nicht zu sehen? Mir tut es ja immer noch ein bisschen weh, dass die Strandgeflüster-Mädels nicht hier sind. Ja, das ist echt schade. Das ist echt blöd gelaufen mit den Indoor-Terminen. Ne? Ja, voll. Kann ich gar nicht so speziell sagen. Ich freue mich einfach allgemein, alle mal wieder zu sehen. Man kennt in jedem Team irgendwie ein paar Leute. Und da kann ich gar kein Team jetzt direkt nennen. Schön. Die Masse macht's. Ja, genau. Cool. Doch, das ist doch schön. Weißt du, was das höchste Ergebnis ist, was du mal gesehen hast? Ich habe gerade überlegt, so 26 Punkte sind schon... Ja, das... Also ich hab letztens ein Vorbereitungsturnier von der Lazio gesehen. Da habe ich irgendwie gesehen, die haben über 30 Punkte gemacht. Da wurde, glaube ich, ohne Abwehr gespielt. Aber ich weiß nicht, ob das dann auch dementsprechend auf der Gegenseite war. Also da war es, glaube ich, auch relativ hoch. Also deutlich. War eher so eine Angriffsschlacht. Ja. Ja gut, das war jetzt dann auch mal, ne? Deutliche Angelegenheit. Tatsache. Aber man sieht hier ein paar strahlende Gesichter auf unserer Seite. Der Chat hat abgestimmt. Glückwunsch. Genau. Du bist unser MVP. Genau. Herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Glückwunsch auch zum Sieg. Ich weiß nicht, haben wir Amelie schon? Jetzt sehen wir sie auch. Oh, perfekt. Sogar in der Nahaufnahme. Hervorragend. Ja, war relativ deutlich. Gefühlt entspannt oder... Wie bitte? Gefühlt entspannt. War ja relativ deutlich. Entspannt ist, glaube ich, ein Beachhandballspiel nicht. Ich glaube, Biene weiß, dass man da ganz schön pumpt. Aber natürlich sind wir froh, dass wir jetzt das letzte Gruppenspiel noch so solide über die Bühne bringen konnten und uns jetzt voll aufs Viertelfinale fokussieren können. Sehr solide. Voll. Doch, sehr cool. Man hat es auch nachher gesehen, strahlende Gesichter. Ihr wart ja trotzdem in der Halbzeit dann auch schon nochmal fokussiert, so wolltet schon nochmal alles raushauen, holen. Probiert man dann nochmal was Neues, schaut nochmal so, okay, keine Ahnung, der Spielzug hat bis jetzt noch nicht so funktioniert, den testen wir jetzt mal. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dadurch, dass der Beachhandball ja eben in zwei Halbzeiten gezählt wird, dass man sich in der zweiten Halbzeit genauso fokussiert wie in der ersten und dass man da nicht nachlässt. Und natürlich haben wir dann irgendwann gesagt, ey, lass uns lieber nochmal ein bisschen ruhiger spielen und lass uns die Spielzüge durchspielen. Wir müssen auch irgendwie unsere Körner sparen, wir sind nur zu zehnt und das Wochenende ist lang. Deshalb haben wir das, glaube ich, ganz gut über die Bühne gebracht dann. Auf jeden Fall, der Erfolg spricht für euch. Ja. Hast du noch was oder wollen wir dich in eine wohlverdiente Pause schicken? Geh in Schatten, Amelie. Danke, setz eine Mütze auf. Also, danke. Ciao. 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 Weil, oh mein Gott, wir sehen ein unfassbar volles Feld. Ja, mit Männern sieht es einfach immer viel voller aus. Das ist krass, oder? Das wirkt direkt so unfassbar viel kleiner, dieses ganze Feld. Jetzt müssen die irgendwie 10 Schritte weniger laufen. Das geht mir auch immer im Hallenhandball, so denke ich mir, das Feld ist zu klein, das kann nicht sein. Genau, unfair. Ja. Ja, wäre doch eigentlich mal eine nette Idee, oder so in jede Richtung 1,5 Meter dran setzen, damit die sich auch mal bewegen können. Oder die Männer müssen mit weniger spielen. Stimmt, stimmt. Dann muss man das Feld nicht umbauen. Auch wirklich gut. Oh, die Otternasen. Habe ich im Rahmen dessen, dass ich ja schon noch mal kurz überlegt habe, was ich so gespielt habe, habe ich kleine Nachricht in unserem Teamchat von unserer Damenmannschaft gefunden, wo wir wohl mal freitagsabends gegen die Otternasen ein gesellschaftliches Event hatten, wo wir gewonnen haben. Ah, ja? Zum Einstieg ins Turnier. War ich ein bisschen stolz, muss ich sagen, als ich das gelesen habe. Aber jetzt gönne ich ihnen noch wieder alles. Jetzt dürfen sie wieder gewinnen. Ja, jetzt ist es in Ordnung. Das ist auch ein interessantes Spiel jetzt. Otternasen gegen Vita Gang. Aber bei den Männern, da kann auch jeder jeden schlagen. Voll, das ist komplett krass. Total offen. Haben wir hier schon
schon Ablöse. Lassen wir die Herren mal ran, damit die den Anruf mitbekommen im Gegensatz zu uns. Ja, genau. Natürlich. Keine Kritik hier. Ja, cool. Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, dann danke. Dann schon nicht gut. Und heute Nachmittag, ne? Ja, da zählt's jetzt. Sehr gut. Genau. Also, ciao. Tschüss. Aber sehen wir uns dann auch oder sehen wir uns gar nicht? Hier. Aber jetzt sehe ich überhaupt nicht. Ja, du musst ein bisschen rüber, das Tor siehst du nicht. Ich schieb dich mal ein bisschen runter. Was hat er gesagt? Puschel innen oder Puschel außen? Ja, Puschel innen. Muss so rum machen, ne? Ja. Riecht's noch nach Biene? Das sind wir schon on. Wie riecht denn Biene? Macht ja, der fragt doch sowas. Das ist schön. Hallo zusammen. Ja, herzlich willkommen hier in Düsseldorf. Bist du auch in Düsseldorf? Merkur Arena, Spiele Arena hier. Da sind wir. Guck, hier kannst du. Machen wir die Haare noch ein bisschen rüber. Das ist nicht, sieht auch nicht besser. Du bist ein bisschen verschwitzt, ja, ne? Ist aber auch schön warm geworden. Richtiges Beachhandballwetter. Ja, so, wir freuen uns auf. Wie heißt zwei. Das Spiel? Wir sehen jetzt zweimal Hessen gegen Württemberg. Deswegen sitzen wir zwei hier. Ach, das stimmt. Dein Dorf gegen mein Dorf. Also wir sind eine Weltstadt. Also Kelkheim als Weltstadt zu bezeichnen, ist schon der erste Fehler. Ja. Aber Bartenberg kann man ja.